Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Detroit Become Human. Beim letzten Mal haben wir hier Jericho getroffen, die Widerstandsorganisation, dachten wir zumindest erst hier, die Hoffnung und der Androiden. Doch in Wahrheit ist es mehr eine Zuflucht, wo die Leute sich in einem düsteren Schiff verstecken können. Dies hat Marcus nicht so gut gefallen und da hier die Androiden ja im Endeffekt nur warten können, bis sie sich abschalten, hat er sich entschlossen, hier einen Diebstahl durchzuführen und Cyberlife hier zu beklauen. So, wir schauen, wie wir das nächste spielen können. Ich drücke immer noch die Daumen, dass es jetzt endlich mit Kara weitergeht. Bei dir alles okay? Hier wird man uns helfen. Bald ist das alles eine böse Erinnerung. Hier muss es sein. Oh, in fünf Gottes Namen führst du das kleine Mädchen jetzt hin, in ein Spukschloss oder was? Sind Sie Slatko? Wer fragt das? Es heißt, sie könnten uns helfen. Ich weiß nicht, wer sowas sagt. Ihr seid am falschen Ort. Tut mir leid. Nicht! Wir brauchen wirklich Hilfe. Kommt rein. Rein. Nicht so schüchtern. Genau, der eine Android hat uns ja einmal gesagt, dass wir hier hingehen können. Und es uns dort besser geht. Aber ob das wirklich der Fall ist, weiß ich noch nicht. Slatko? Luther, wärst du so lieb und nimmst den Damen bitte mal ihre Mäntel ab? Oh, nur keine Angst vor unserem großen Freund hier. Luther ist ebenfalls ein Android, dem ich half. Er leistet mir Gesellschaft in diesem großen, leeren Haus. Bitte, macht es euch gemütlich. Wie habt ihr von mir gehört? Ein Android. Unterwegs. Er sagte, sie helfen. Verstehe. Abweichleiben? Was ist mit ihr? Sie ist ein Mensch. Und... ihr sucht einen sicheren Ort, um ein neues Leben anzufangen. Ich höre, Kanada soll zu dieser Jahreszeit sehr schön sein. Herrliche Landschaft, sehr viel Platz, frische Luft und keine Androidengesetze. Toll für einen Neuanfang. Ja, das ist genau das, was wir vorhaben. Natürlich. Ich helfe euch. Doch zuerst musst du den Sender loswerden. Sender? Ja. Alle Androiden sind mit einem Peilsender ausgestattet, mit dem man sie orten kann. Ich werde ihn entfernen und dann seid ihr beide sicher. Kommt schon. Folgt mir. Ach, die Kleine kann im Wohnzimmer auf uns warten. Nein, sie bleibt immer bei mir. Natürlich.
Hier entlang. Alles, was wir brauchen, ist im Keller. Angst macht. Ist euch mal aufgefallen, wie unser großer Bruder da wenig redet? Ich habe das Gefühl, diesen Peilsender. Entweder der ist so tief verankert, dass man dann irgendwie alles verliert und immer reden und sprechen kann. Oder er will uns hier ausschlachten. Na, Großer, willst du nicht mal zwei Wörter mit uns reden? Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Ich mag das Haus nicht. Und den Mann. Gehen wir, ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich weiß. Ich traue ihm auch nicht. Wir müssen aufpassen. Bitte entschuldigt das Chaos. Ich brauchte ein diskretes Versteck für meine Maschinen. Sender zu entfernen ist illegal. Da ist Diskretion wichtiger als Komfort. Ich hoffe, die Kleine hat keine Angst. Nein. Nein, sie kommt klar. Das ist gut. Komm, Alice. Hier lang, bitte. Stell dich bitte da drüben hin. Ich muss dich warnen. Das wird etwas unangenehm. Aus irgendeinem Grund funktionieren die Sender in Abweichlern nicht. Darum seid ihr so schwer zu finden. Also gibt es eigentlich gar keinen Grund, den Sender zu entfernen. Was? Sie sagten doch... Ja, man glaubt, was man glauben will. Ihr Abweichler seid so naiv. Sie alle kommen her, glauben, dass ich ihnen helfe. Und ich setze sie zurück und verkaufe sie. Oder ich behalte sie für Experimente. Nein! Nein, ich will kein Reset! Lassen Sie mich gehen! Ah, ich vergaß ja das Kind. Sperr es ein. Ich regle das später. Alice! Alice, nein! Wow. Ein Abweichler, der Mutter sein möchte. Das ist so süß und so verblendet. Wir sollten diesem Elend ein Ende machen. Kommt davon, wenn man Träume hat. Das Ende ist immer das gleiche. Tränen und Ernüchterung. Glaub mir, es ist besser, gelöscht zu werden und nicht zu fühlen. Kein Schmerz mehr. Und keine falsche Hoffnung. Ich beneide dich fast. Kara! Oh, arme kleine Alice. Oh, deine Mami scheint dich gar nicht zu erkennen, ha? Deine Mami hat dich wohl komplett vergessen. Kara, was ist mit dir passiert? Okay, das reicht jetzt. Komm schon. Ja.
beißt mich? Dir bringe ich Manieren bei, du kleines Miststück. Kara! Wach auf, Kara! Wir treffen uns im Wohnzimmer. Finde einen Weg zur Flucht. Ein Weg? Ein Weg? Wie soll ich denn flüchten? Allein. Kuschelversand. Okay, das grüne Kabel. Das grüne Kabel. C. Leute, wir wurden in diesem Spiel schon einmal resettet. Ich möchte nicht nochmal resettet werden. Okay. Das ist gut. Und was bringt uns das jetzt? Keine Ahnung, Mann. Da ist eine Kiste. Das bringt uns, müssen wir die schieben? Wahrscheinlich nichts. Ja, nee, es bringt nichts. Komm. Warte, jetzt. Hört auf! Wartet. Da. Was haben wir da? Suicide, wartet. Was ist das? Schieben. Wartet. Machen wir das. Wenn nicht, machen wir das auf der anderen Seite nochmal. Okay, ein Kurzschluss. Ja! Leute, ein Reset lang pro Spiel, komm. Komm. Und raus. Lasst Alice in Frieden. Traue niemals einem Slutko. Der hat mich sehr gerade an den Tierpräparator erinnert. Oder? War das der? Zumindest in Heavy Rain wurde man auch mal so von so einem seltsamen Tierpräparat, das war das DLC. Wurde aber zumindest von irgendeinem Typen mal so in Keller eingesperrt, man. Und genau an den erinnert der mich gerade. Wie sieht denn das mit Waffen aus? Was ist da jetzt eigentlich genau drin? Anderwin, das ist euch vorher nicht aufgefallen. Ich habe da doch die ganze Zeit geschaut, ob da was ist. Hilf uns. Er spielt gerne mit uns. Er schafft Monster. Nur zum Vergnügen. Doch wer ist hier das Monster? Schau, was er getan hat. Das Horrorkabinett eines Verrückten. Aber ganz ernsthaft, das ist jetzt Slutkos Problem. Das ist jetzt definitiv Slutkos Problem. Und Slutko kann dann mit denen dann hier spielen. So, wir müssen Alice retten. Ich hoffe, die Pistole hast du immer noch dabei. Weil der Große, der könnte ein Problem darstellen. Aber wohl. Luther? Ja, Slutko. Ich bin hier in knapp 10 Minuten fertig. Dann tue ich mir die Kleine an und schau, was ich mit dir mache. Verstehe. Wir können, oh, alter Monk, wir können einfach abhauen ohne Alice. Dann, Slutko. Ich bringe Ihnen die Kleine in 10 Minuten. Verbleibende Zeit in 10 Minuten. Wo ist meine Jacke? Verdammt. Wo ist denn die? Ich möchte nicht fliehen. Aber das ist eigentlich die beste Idee. Wir bringen die Kleine in 10 Minuten. Ja, theoretisch wüssten sie ja noch gar nicht, dass wir nicht resettet sind, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob ich noch meine Jacke habe. Und halt noch meine Waffe habe. Das ist das Problem. Aber ansonsten, ja, wir müssen hoch. Die labilen Wesen da unten haben wir freigelassen. Vielleicht wollen die uns hier im Kampf helfen, wer weiß. Finde Alice. Okay, da dürfen wir nicht rein. Sagen wir.
Echt eine Irrenanstalt hier. Ein wahnsinniger Doktor, der hier herum experimentiert. RE9. Ja, RE9, das bringt uns nichts. Ja, komm! Das bringt uns nichts. Ich weiß nicht. Alter, schau ich das da unten an? Oh, Leute, Mann. Doktert hier herum, Mann. Alter, ein Teddybär. Kein freundlicher Teddybär. Das war schlecht. Das wird zumindest leer machen. Das behalten wir uns mal in der Hinterhand. Weil ich weiß nicht, so im 1-1-Duell haben wir da eine Chance gegen Slatko. Gegen ihn schon, aber gegen seinen kleinen Freund. Was machst du hier? Hat dir der Meister erlaubt, herzukommen? Du musst dem Meister immer gehorchen. Oder du musst gehorchen. Was machst du da? Du tust mir doch nicht weh. Nein. Nein. Nein, das tust du nicht. Wirst du still sein, wenn ich dich loslasse? Ja, ja. Versprochen, ich bin still. Schalt mich nicht aus. Nein. Nein, natürlich nicht. Der Dicke ist da! Jetzt gehen wir nochmal rein. Nach Alice hätten wir ihn fragen können. Ich lasse jetzt den Teddybär los. Oder warte mal, eine Idee habe ich noch, bevor wir das machen. Warte mal. Das ist die Tür, durch die... Ne, wartet. Hä? Ich lasse den Teddybär jetzt los, Mann. Das ist mir jetzt wurscht, Mann. Vielleicht eine dumme Idee, aber ich mache das jetzt. Oh, ist ein ganz braver. Ah, oh, ist das ein süßer Teddybär. Okay, Dickerle. Wir haben ein Problem in Zone 583. Was will er mit Ida machen? Ich hab keine Ahnung, Mann. So, jetzt gehen wir wieder ins Badezimmer. Jetzt bin ich schon wieder bei meinem Freund. Diesmal sprichst du mich nicht an. Eigentlich wollte ich ihn nur noch Alice fragen. Alter, liegt hier nicht mehr irgendwas rum. Ich weiß nicht, ein Hackebeil, irgendeine Axt, irgendwas, Mann. Das ist doch eine Kackwohnung, Mann. Ich dachte, jeder Amerikaner hat eine Waffe irgendwo rumliegen. Ey, Mist, das ist okay. Was haben wir noch? Also zum Meister darf ich wahrscheinlich nicht rein. Du schläfst? Okay, das ist sehr schön. Aber wenn wir reingehen, dann wird er wahrscheinlich nicht mehr so glücklich sein. Es ist so madig, dass man nicht laufen kann. Markus konnte beim letzten Mal laufen, so. Alice? Kara? Kara, du erinnerst dich? Wie könnte ich dich vergessen? Es tut mir so leid. Du hattest recht, wir hätten nie herkommen sollen. Wir müssen weg. Du musst mir folgen und ganz leise sein, okay? Ja, Slatko. Ich bin hier fertig. Hol jetzt die Kleinen. Sofort, Slatko. Versteck dich, versteck dich. Tolle Idee. Nein, das ist zu offensichtlich. Was haben wir denn, was haben wir denn? Ja, entkomme, entkomme. Ist alles viel zu offen. Slatko! Was? Die Kleine ist weg! Sie kann ja nicht verschwunden sein! Sie muss hier irgendwo sein! Beeilung! Sie sind gleich hier! Worauf wartest du noch? Such sie! Da ist überall Rauch! Alter Mann! Ich hasse es, dass ich auf Zeit zu überlegen! Was ist da? Oha! Sie ist nicht geladen. Toll. Ich. Vorsicht, Kara! Ja,
Die war gerade nicht geladen! Wo ist mein Teddybärchen? Gewarnt. Träume enden immer in Tränen. Du hättest auf mich hören sollen. Was machst du denn? Geh mir aus dem Weg. Nein. Nicht diesmal. Geh mir aus dem Weg oder ich schieße durch dich durch. Wie kannst du es wagen? Was fällt euch ein? Was wollt ihr hier? Wer hat euch rausgelassen? Lasst mich in Ruhe! Lasst mich in Ruhe! Gehorcht mir! Ich bin euer Meister! Ich bin euer Meister! Ich wollte dir nichts tun. Er hat mich auf Gehorsam programmiert. Als ich sah, wie die Kleine ihr Leben für dich riskiert, war es, als öffnete ich meine Augen zum ersten Mal. Endlich konnte ich sehen. Ich weiß, du vertraust mir nach all dem sicher nicht mehr. Aber ich kenne jemanden, der euch über die Grenze bringt. Ich könnte euch hinbringen. Ich könnte euch beschützen. Dich und die Kleine. Okay. Ich vertraue dir. Ich hatte solche Angst, dich zu verlieren. Jeder muss damit rechnen, dass die Monster, die ihn erschaffen, auch für seinen Tod verantwortlich sind. Okay, eine ziemlich düstere Episode, in der wir jetzt also deutlich öfters sterben konnten als bis jetzt. Wir hätten resettet werden können, wir hätten hier, weiß nicht, sonst so vielen Sachen ermordet werden können. Ich bin echt froh, dass wir es geschafft haben. Von den seltsamen Geräuschen angezogen. Wir hätten sie auch einfach stehen lassen können, oder? Vor dem Reset entkommen. Das freut mich, dass wir es geschafft haben. Ansonsten wären wir hier gewesen. Ach, aber man hätte dann auch... Cool, man hätte dann trotzdem noch Alice irgendwie noch retten können. Die Monster befreit, klar, weil allein aus der Neugier hat man das gemacht. Lagerraum betreten, genau, haben wir auch Badezimmer als Android. Laut Öwin verschont. Wieso steht da nicht, wie viel das gemacht haben? Das hat mich interessiert. Oh, 99% meiner Freunde haben den Androiden getroffen, sehr schön. Lagerraum betreten, Badezimmer, klar. Schön, dass wir den Teddybär befreit hätten, ansonsten weiß ich gar nicht, ob wir es überstanden hätten. Schau, ich habe hier jetzt 1000 Sachen gegeben, die wir irgendwie alle nicht genommen. Warte mal, hä? Ach, da oben geht mein Strang. Hä? Hä, ist wurscht. Haus nach Alice suchen, genau, im Bad.
Haben wir geschafft. Alice haben wir gefunden. Nur vergeht, um Alice zu holen. Großen Raum haben wir betreten. Das Haus haben wir angezündet. Ich weiß gar nicht wieso, aber es war so episch, man. Schlafzimmer betreten. Entdeckt werden. Ja, das war nicht so gut, Mann. Aber egal. Jagd begonnen. Bär greift Zlatko an. Danke, Tiny Bär, du bist. Ich werde dich niemals vergessen, auch wenn ich dich leider verbrannt an Zlatko darf. Die Monster greifen Zlatko an und Lufa stößt Kara zur Seite. Geile Episode, richtig geil, Mann. Hat hier sehr viele Konflikte gehabt, die es generell gibt. Natürlich ein dramatisches Finale. Die Monster wenden sich gegen ihren Erschaffer und im Hintergrund brennt das Haus nieder und so wie es aussieht, gibt es noch eine Zukunft für Kara und Alice. Wie es weitergehen wird, erfahren wir beim nächsten Mal von Detroit Become Human. Bis zum nächsten Mal dann. Auf Wiedersehen. Ciao.